Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Car2 Service Car Merch Glitch zeigen. Ja, dieser Glitch richtet sich an all diejenigen, die den normalen Car2 Car Merch Glitch nicht hinbekommen. Ja, was braucht ihr für den Glitch? Ihr braucht auf jeden Fall einen Bunker, ebenso dann noch die Autowerkstatt und Zugriff zu den Service Autos. Und ja, ebenso benötigt ihr noch das Fahrzeug in der Autowerkstatt, von dem ihr dann die Settings übertragen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst zu unserem Bunker. Diesen Bunker einmal betreten. Sobald wir drin sind, können wir den Bunker wieder verlassen und begeben uns zu unserer Autowerkstatt. In der Autowerkstatt angekommen, begeben wir uns jetzt zu diesem Auto, von dem wir die Settings übertragen wollen, registrieren uns einmal als CEO, öffnen das Handy, gehen auf die Kontakte und rufen einmal den Tony an. Dort werden wir jetzt einmal die Management-Mission anfordern. Haben wir das gemacht, sofort Steuerkreuz nach rechts durchspammen. Dann werden wir in die Tuning-Werkstatt geladen, dort jetzt nichts drücken. Wir warten jetzt, bis wir auch automatisch rausgeworfen werden. Anschließend einfach aus dem Auto aussteigen. Wir begeben uns jetzt zu diesem Auto, was wir uns dann jetzt merchen wollen. Einfach Steuerkreuz nach rechts drücken und dann werdet ihr sehen, dass ihr das Auto schon gemercht hat. Und ja, das Auto könnt ihr jetzt dann ganz einfach kaufen und dann in eure Garage stellen und abspeichern. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.